Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabletop Basement TV. Heute dreht sich alles um das Thema Airbrush. Airbrush gibt es eine Menge Auswahl, die wir euch natürlich nicht alles zeigen können, sondern das, was wir so haben, und wir möchten euch dazu ein paar Tipps geben. Genau, wir haben in den letzten zwei Jahren einiges an Erfahrungen auch sammeln können und wir haben viele Sachen ausprobiert, verschiedene Pistolen probiert, verschiedene Kompressoren probiert. Das Thema ist ja auch immer sehr, sehr aktuell im Internet, heiß und innig diskutiert. Ja. Was für einen Kompressor muss ich kaufen, was für eine Pistole muss ich kaufen, welche Farben, wie mische ich die Farben an, wie reinige ich die Pistole. Es sind ja eigentlich immer die gleichen Fragen. Da gibt es auch jede Menge Menschen, die haben tatsächlich ein sehr gutes Airbrush-Setup zu Hause stehen, ja. Und verwenden es einfach nicht, weil sie mit der Reinigung nicht klarkommen oder mit dem Umgang. Wir wollen euch heute mal so ein paar Sachen Schritt für Schritt zeigen und das erzählen, was wir an Erfahrung sammeln konnten. Und fangen wir mit den Kompressoren an. Genau. Oder fangen wir einfach erstmal an, wozu möchte ich eigentlich eine Airbrush haben? Ich glaube, das ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt ja Airbrush jetzt nicht nur für den Tabletop gebraucht. Airbrush wird ja auch zum Lackieren von Fahrzeugen etc. benutzt, ja. Was ja ein ganz anderes Thema ist. Und hier minimieren wir das Ganze, sage ich mal, auf den Tabletop-Bereich. Genau. Man kann mit einer Airbrush sehr, sehr viel machen. Man kann mit der Airbrush, wie ich das letzte Mal auch schon gesagt habe bei der Infinity-Folge, man bemalt ja nicht mit der Airbrush die komplette Figur, sondern man macht gewisse Arbeitsschritte, die man mit der Airbrush sehr gut machen kann. Den Rest wird ja auch mit Pinsel gemacht. Ja. Und hier muss man sich halt fragen, wo will ich eigentlich hin? Genau. Will ich grundieren? Möchte ich damit Fahrzeuge bemalen? Größere Fahrzeuge, ich sage mir jetzt nicht immer den 15 mm, sondern im 28 mm Bereich, im Games Workshop. Reno zum Beispiel. Reno, lässt sich damit sehr gut machen. Und will ich weiter ins Detail gehen. Mache ich grobe Sachen, bin ich der Meinung, muss man nicht so viel Geld ausgeben. Soll es etwas feiner werden und besser, wird es halt teurer, wie so oft im Leben. Aber wir zeigen euch auch heute, dass man halt nicht 500 bis 1000 Euro ausgeben muss, um hervorragende oder gute Ergebnisse hinzubekommen. Genau. Wir haben hier jetzt gerade auf dem Tisch drei verschiedene Kompressoren. Drei verschiedene, zweimal von Sparmax. Das ist der große hier und der ganz kleine. Und das ist ein No-Name. Ich glaube, es ist ein No-Name-Produkt, ist der AS189. Und die unterscheiden sich schon ganz schön. Vom Preis vor allen Dingen. Der große Sparmax hier von Sascha, das ist, kann man sagen, ist auch ein sehr neuer. Ja. Ein sehr, sehr feines Gerät, liegt bei 279 Euro. Das müsst ihr euch nicht unbedingt als Maßstab nehmen, aber Sascha macht das nun mal beruflich und braucht das jeden Tag mehrere Stunden. Da ist der wirklich sehr gut zu gebrauchen. Dann haben wir den nächsten, das ist der AS189. Der liegt, glaube ich, bei 110 Euro. Eine absolute Empfehlung, muss ich sagen, für den Anfang, wer das Geld noch übrig hat. Ist der AS189 eigentlich sehr gut. Hat, genau wie der große Sparmax, den Tank. Das heißt, er geht an, füllt den Tank und wenn der Tank voll ist, geht er aus. Sprich, es ist leise. Macht er hier auch, aber etwas lauter und nicht ganz so ergiebig, sage ich mal. Und dann noch den kleinen Sparmax hier, der gar keinen Tank hat, der läuft durchgehend. Der liegt allerdings auch bei schon 90, 95 Euro. Also der Preisunterschied zu dem und dem ist nicht so groß. Ja. Aber diese Kompressoren, die gibt es ja auch schon ein bisschen billiger. So für 40, 50 Euro kann man sowas ja auch schon kaufen. Ich bin jetzt nicht so der Fachmann, da bin ich ja auch ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht, was in den einzelnen Kompressoren so verbaut ist. Ja. Bei der Sparmax ist klein, sieht nicht nach viel aus, macht aber absolut seinen Job. Mit dem kleinen Kompressor hier mache ich meine Infinity-Miniaturen. Der große Vorteil, den ich bei diesem Kompressor habe, ist, er ist nicht groß. Der passt bei mir auf den Schreibtisch, den stelle ich hin, der steht mir nicht im Weg, den stelle ich auch mal schnell um. Ich finde den eigentlich ganz cool. Das große Minus ist halt, das sind so diese Kleinigkeiten. Ich habe bei den großen Kompressoren Druckanzeigen. Ja. Ja, also man sagt, man immer so, beim Airbrush kann man so sagen, so 1,8 bis 2 Bar ist so der Arbeitsdruck, mit dem man arbeiten muss. Das hat der nicht. Das muss man halt anders einstellen. Das ja zeige ich euch nachher nochmal ganz kurz, wie ich das zu Hause mache. Der hat zwar auch einen Druckregulierer, der ist hier oben, aber halt eben keine Anzeige. Ja. Das haben die anderen beiden schon. Dann hat er keinen Wasserabscheider, ne? Keinen Wasserabscheider.
Das ist aber wieder so eine Sache. Ich habe meinen Kompressor an und ich mache ihn wieder aus, ich mache ihn an, ich mache ihn aus. Es ist so, dass ich auch nicht jeden Tag mehrere Stunden in eins durchbrushe. Bei mir sind das Sachen von Minuten. Da brauche ich so ein riesen Ding mit Tank, meiner Meinung nach derzeit einfach noch nicht. Ja. Wenn ich das Geld übrig habe, werde ich mir den auch kaufen, weil es einfach schöner ist, ne? Weil es auch leiser ist. Ja. Er hat genau den Wasserabscheider. Das hat man, wenn man lange brusht, das musst du eigentlich wissen, ja, genau. Sammelt sich, glaube ich, im Schlauch dann halt auch das Wasser. Richtig. Ja, in dem Druckschlauch, wo dann die Airbrush drauf geschraubt wird. Genau. Dann hat man halt einfach, wenn sobald Wasser im Schlauch ist, geht das natürlich auch in die Airbrush-Pistole rein und verändert das Sprühbild bzw. verdünnt die Farbe, es sprenkelt, solche Sachen können dann passieren. Das ist genau. Dann sehr ärgerlich einfach, wenn man Sachen brusht und dann auf einmal so ein Sprenkeln herauskommt. Also von daher finde ich diesen Wasserabscheider schon eine sehr gute Sache. Ja, der Druckregulierer, hast du gesagt, finde ich auch sehr wichtig. Ja. Ich achte da auch tatsächlich extrem drauf. Dann habe ich einen Druckregulierer. Hier habe ich sogar noch ein anderes Gerätchen drauf, ein Nanometer oder so, glaube ich, ist das. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß auch nicht, was man damit machen muss, aber das ist, glaube ich, auch völlig unwichtig. Ansonsten hat der natürlich zwei Membranen drauf. Der hat hier nur eine. Das heißt, die Schnelligkeit des Füllen des Lufttanks ist hier innerhalb 20 Sekunden fertig. Der braucht ein bisschen länger, bis der wieder auf seinem konstanten Druck ist. Von daher ist das schon ein Unterschied. Aber man muss auch sagen, wenn ich Airbrush-Arbeiten mache, dann dauert das in der Regel auch immer ein bisschen länger. Wenn ich zu Hause ein paar Miniaturen grundiere, dann ist das kein Problem. Aber hier natürlich haut man ja schon mal irgendwie 50 bis 100 Miniaturen am Stück durch. Und von daher ist das der längere Einsatz ist einfach... und die Lautstärke. Ja, natürlich, klar. Und ich glaube, das möchten wir euch mal ganz kurz jetzt demonstrieren, genau. Was wir für Lautstärken haben. Wir fangen jetzt mal an mit dem AS-89, wie laut der ist. Genau. Ich hoffe, man kann es hören. Man kann sie eigentlich noch normal unterhalten. Ja. Also es ist jetzt nicht so sehr störend. Es ist kein Geräusch, was einem auf die Nerven geht. Ja. Mir jedenfalls nicht. Und der geht ja dann, sobald er aufgetankt hat, geht er aus. Dann verbrauche ich wieder Luft durch das Brushen und wenn er merkt, zu wenig Luft, geht er automatisch wieder an. Genau. Also er braucht quasi, um sich aufzupumpen, einmal ein paar Minuten. Genau. Und dann sprühe ich, die Luft geht aus dem Tank und er füllt ja automatisch wieder nach. Und wir müssen natürlich auch sagen, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Materialien, die bei den Kompressoren benutzt werden, sicherlich auch unterschiedlich sind. Also von höherer Wertigkeit bei der etwas teuren und bei der etwas kleineren wird dann sicherlich ein bisschen... Ja, das denke ich auch. Was. Ja, wir machen jetzt nochmal den ganz kurz an und hören uns mal an, wie laut der ist. Also das ist schon mal ein Unterschied schon. Es ist ein bisschen weicher, ruhiger. Ja, weicher, er ist weicher, aber der war sowieso leiser wie mein... Also ich habe ja noch einen anderen gehabt. So, kurz Druck ablassen. Wir haben jetzt keine Pistole angeschlossen, deshalb wird der Druck auch gleich wieder rausgehen. Genau. Ich hatte... Ein Nachfolgermodell von dem, der war definitiv lauter, also wobei es die gleiche Bauart war, aber der war richtig, richtig laut. Von daher war das eigentlich, das war schon erlösend. Ne? Wenn man also Vorteil von dem hier ist jetzt vor allen Dingen, er kann hier zwei Airbrush-Pistolen gleichzeitig anschließen. Genau. Hier kannst du mit einer Weiche, sag ich mal, oder einem Verteiler kannst du das auch, aber vom Grundaufbau ist er für eine Airbrush ausgelegt. Und jetzt kommen wir zu meinem kleinen Liebling, den mache ich jetzt mal. Aber der ist laut. Nein. Der singt. Der ist definitiv lauter als die anderen beiden. Wir müssen jetzt auch schon ein bisschen lauter sprechen. Wir müssen auch, aber er ist wunderschön. Ist schon laut. Also er ist laut, aber er bringt natürlich auch Leistung. Er baut die Leistung halt komplett auf oder bringt die Leistung, die er bringen soll. Damit habe ich meine Infinity-Miniaturen ja bemalt oder gesprüht, gebrushed. Und ich bin mit dem immer noch zufrieden. Wie lange hast du für die Miniatur gebaut? Ist das nicht auf die Nerven gegangen? Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Also ich habe da kein Problem mit. Jetzt habe ich aber auch den Vorteil, muss ich sagen, dass ich meinen Arbeitsplatz unten im Keller habe. Wenn da die Türen zu sind, ich mache das Gerät an, dann störe ich damit auch keinen. In der Mietwohnung könnte es vielleicht schwierig werden. Ja. Also aber wie gesagt, ich finde die Größe halt ein bisschen besser. Ja. Und wenn ich nochmal neu kaufen würde, würde ich mich wahrscheinlich auch für so ein Gerät entscheiden, der einfach, weil er leiser ist und weil er halt den Lufttank hat. Ja. Den habe ich damals zum Geburtstag geschenkt bekommen und
Ich nutze ihn immer noch. Den habe ich jetzt seit über 2 Jahren und der funktioniert einwandfrei. Kann ich nicht anders sagen. Also ich habe einen kleineren noch von Revell zu Hause. Also den nehme ich ja für ganz krasse Notfälle, wenn zu Hause irgendwann mal was, zu Hause noch mal was gemacht werden muss. Ich komme mit dem Ding überhaupt nicht klar, weil der hat aber auch, das ist so dieser kleine gelbe von Revell. Also damit komme ich überhaupt gar nicht klar. Also ich glaube auch, dass die ganz kleinen Druckverlust haben. Also der arbeitet wirklich die ganze Zeit durch. Das hört man ja eben, wie eben gehört. Und Druckverlust habe ich damit nicht. Aber wie gesagt, ich sprühe auch keine 2 Stunden durchgehend, dann sind ein paar Minuten. Und dafür reicht der meines Erachtens vollkommen aus. Vor allen Dingen, wenn es auch so ein bisschen auf das Platzangebot ankommt. Klar. Ne, der ist ruckzuck aufgestellt, wenn man ihn aufstellen muss. Bei mir steht er halt trotzdem die ganze Zeit auf dem Tisch, muss das ja nicht abbauen. Ja. Wer zu Hause in der Mietwohnung wohnt oder im Wohnzimmer ab und zu was machen soll, ist das sicherlich besser. Aber das ist auch der große Vorteil der ganzen Sache, dass ich mit so einem Airbrush-Gerät halt auch einfach alles machen kann. Zu jeder Jahreszeit. Richtig. Und drinnen. Gegenüber der Grundierdose. Ja, genau. Weil die Sprühgrundierung, die sollte man ja eigentlich auch nur draußen anwenden. Wir haben einen höheren Verbrauch, weil wir sprühen ja, der sprüht ja sehr, sehr weitflächig. Ich finde auch grober, also grober. Der das Sprühbild ist grober. Es ist mit so einer Airbrush sehr fein. Richtig. Und mit der Airbrush kann ich natürlich auch gleichzeitig den Grundton grundieren, den ich eigentlich haben will. Also ich erspare mir da auch nochmal Zeit. Also ich gehe, wenn ich, okay, Army Painter hat die Warpaints Dosen, da gibt es inzwischen schon jede Menge Farbtöne, aber den passenden da zu finden, ist halt auch immer schwierig, wenn ich jetzt meinetwegen ein Khaki brauche und ich meine gesamte Miniatur hat eine Uniform mit einer Khaki-Uniform an, ja, dann nehme ich mir ein Khaki und jage das durch die Airbrush und habe mir extrem viel Zeit gespart. Ja. Ein gutes Beispiel wäre auch ein Space Marine. Ne? Will ich ein Ultramarine bemalen, nämlich das Ultramarine Blue von Games Workshop, mische mir die Farbe an, sprühe das einmal drüber und eine Menge Arbeit ist getan. Und es ist sehr, sehr sauber. Geht mit dem Pinsel sicherlich auch, aber es ist einfach. Aber Army Painter bietet ja auch ein Ultramarine in der Hose an. Aber es ist natürlich auch, also wir grundieren zum Beispiel alle mit diesen Primern von Vallejo. Also das ist die erste Grundierschicht quasi. Den gibt es in Weiß, Grau, in Schwarz und dann gibt es noch ein paar andere Zwischentöne. Aber so eine Flasche kostet halt genauso viel wie eine Dose. Aber hiermit kann ich grundieren. Da komme ich, glaube ich, ein Jahr mit hin. Ja, ich nicht, aber man kann eine Menge machen. Also auf jeden Fall auch ein Preisunterschied. Allerdings dauert die Grundierung an sich ein bisschen länger. Also mit der Dose stelle ich meine Miniaturen auf den Pappkarton und mache dann sind die eigentlich soweit durch. Ja. Mit der Airbrush muss ich schon, ich muss jede Miniatur in die Hand nehmen. Also es ist halt eine Sache, wie man sich darauf vorbereitet. Ne? Ja. Dafür ist aber die Grundierung aber einfach feiner. Und was mir damals schon mal öfters passiert ist, dass mit einer Sprühgrundierung ich mir einfach die Teils zugeklebt habe oder zugesprüht habe. Und das passiert mit der Airbrush. Das kann dir nicht passieren, meine Schwester. Also der große Vorteil ist einfach, muss man wirklich sagen, ich kann es in den Räumlichkeiten überall benutzen. Ja. Vielleicht nicht dann, wenn ich 2 Stunden durch sprühen möchte, sollte man sich schon so eine Absauganlage einbauen. Ja. Ich habe zu Hause keine für das, was ich da mache. Meine 10, 20 Miniaturen in einem Stück, da brauche ich keine Absauganlage, meine ich. Du hast alle Farben zur Verfügung, die du brauchst, um deine Miniatur zu brushen. Ja. Da ist man halt sicherlich bei den Sprühgrundierungen noch etwas eingeschränkt, wobei das ja auch schon viel geworden ist. Ja. Das ist für mich alleine schon ein Kaufgrund gewesen, mir eine Airbrush-Anlage damals zuzulegen, beziehungsweise schenken zu lassen. Genau, das war auch mein Grund, dass ich einfach viel, viel mehr grundieren konnte, viel schneller die Grundfarben sofort auftragen konnte. Ja. So, aber die Kompressoren sind wichtig, aber wir brauchen natürlich auch die passende Pistole dafür. Genau. Da gibt es auf dem Markt unzählige Pistolen, Varianten, Formen, Firmen und man ist eigentlich sehr überfordert. Ich wusste ganz zum Anfang auch gar nicht, was ich mir kaufen sollte und habe es dann mit einem Einsteigerset probiert, mit einem günstigen Einsteigerset. Das kostete um die 140 Euro. War der Kompressor mit dabei. Und 2 von diesen Pistolen plus Reinigungsbürsten plus so alles für 140 Euro war alles dabei. Ne? Wir haben diese billigen Pistolen auf jeden Fall dabei gehabt. Wenn du die Pistole kaufen würdest, was würde die neu kosten? Die kostet um die 19 Euro, also zwischen 19 und 25 Euro. Da liegt man mit denen eigentlich ganz gut. Sie sind aber auf gar keinen Fall schlecht. Nein.
Du hast auch so eine zu Hause, glaube ich, ne? Ich hatte damals die Sparmax, die ist mir aber leider runtergefallen. Genau. Dann habe ich mir vorne die Düse abgebrochen. Also vom Sprühbild macht die überhaupt keinen Unterschied, ob ich nun eine 20 Euro habe oder ob ich eine 250 Euro Pistole habe. Also vom Sprühbild ist das jetzt nicht schlechter. Ja. Das Einzige, was einfach bei den billigen ist, ist die Verarbeitung. Wir haben ein fest, oft ist es so, dass ein fest installierter Becher drauf ist, du kannst ihn nicht richtig reinigen. Wir haben eine Düse, die man nicht, also die man nur mit einem Schraubenschlüssel abschrauben kann. Dieser Schraubenschlüssel ist dabei, aber das muss man, also das ist schon, man kann, gerade beim Aufbringen der Düse wieder und beim Festdrehen kann es passieren, dass man diese Düse, dass das Gewinde einfach komplett abreißt. Also jetzt mal hier jetzt zum Vergleich bei der Harder und Steenbeck. Nimmst du vorne das einfach ab und nimmst die Düse raus und kannst da reinlegen. Da musst du halt wieder einen Schraubenschlüssel nehmen und das nervt. Das also mich würde es nerven. Dann habe ich hier die Erfahrung gemacht, ich hatte damals noch ein Ultraschallgerät. Auch hier ist die, merkt man wieder, dass die Verarbeitung schlechter ist, weil sich einfach diese ganze Chromlegierung durch das Ultraschall aufgelöst hat und somit ja, dieses Chrom abgeplatzt ist. Das sieht man hier ganz gut, ja. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hier hat sich das gelöst. Es ist einfach minderwertiges Material. Irgendwo muss der Preis von 20 Euro ja herkommen. Genau, richtig. Dann sind meistens die Farbbehälter nicht mit einer Beschichtung versehen. Das hast du bei den teuren Farbbehältern auf jeden Fall. Das heißt, hier bleibt die Farbe drin kleben. Wenn man hier reinfasst, es ist schon stumpf, da bleibt die Farbe einfach kleben. Somit ist die Reinigung dann auch erschwert. Wir können diese Pistole nicht komplett auseinanderbauen und wir können für diese Pistole keine Ersatzteile kaufen. Was man? Bei teuren Pistolen kriegst du jedes einzelne Teil, was hier drin verbaut ist, ja tatsächlich auch als Einzelteil nachzukaufen. Das heißt, wenn hier irgendwie mal das Gewinde dir abbrechen sollte, weil du einfach sie ein bisschen grober behandelt hast, dann ist das kein Problem, weil du kannst es jederzeit nachkaufen. Oder wenn dir die Nadel, die Düse, auch hier für meine Pistole habe ich inzwischen schon einen dritten Düsensatz, weil es einige Personen hier gibt, die nicht so richtig mit solchen Pistolen umgehen. Aber mir ist das auch selbst schon passiert, dass mir vorne die Spitze irgendwie verbogen ist und dann ist die einfach kaputt. Ja. Genau. Das ist von der Verarbeitung her auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Und da möchte ich euch ganz gerne zum Einstieg die Ultra von Harder und Steenbeck empfehlen. Die liegt Neupreis mit einer 0,4 mm Düse bei 69,99 Euro, um die 70 Euro. Ja, sie also ist billiger geworden. Das ist günstiger, vor anderthalb Jahren war die noch irgendwo bei 99. Ja. Ja. Und ich finde, das war meine zweite Pistole, damit kann ich sehr viel machen. Mit der 0,4 mm Düse kann ich alles grundieren, ich kann auch Tarnung auf Panzern oder Fahrzeugen anbringen. Und wenn ich möchte, kaufe mir dafür einfach einen anderen Düsensatz und habe eine 0,2 Düse drin. Genau. Das heißt, man ist eigentlich mit 100 Euro, wenn die Pistole 69 Euro kostet, dann kaufe ich mir noch einen Düsensatz für 30 Euro. Und dann hast du zwei Düsen, ja. Und dann hätte man zwei verschiedene Düsensets und kann eigentlich alles machen. Ja, also ich finde die Ultra für den Einstieg sehr gut. Ich benutze sie nach wie vor immer noch, auch zum Grundieren, für Panzer und alle anderen Arbeiten und nutze nur halt für die feineren Arbeiten eine etwas bessere Pistole, auch von Harder. Aber wenn du eine 02er Düse dafür hättest, oder? Ja, es ist schon ein Unterschied. Der Unterschied ist, dass du hier eine Feinlein hast. Die hat schon andere Sprühbild als die 0,2 von der Ultra. Ja. Das ist jetzt die Evolution AL Plus. Die habe ich mir gekauft für die Infinity Miniaturen. Auf die Empfehlung als Fanboy von Angel. Natürlich. Er nutzt sie ja auch. Habe ich die genommen. Die liegt bei 157 Euro. Das ist ein sehr guter Preis. Kriegt ihr bei crazy-airbrush.de für 157 mit Versand 163. Die ist woanders fast überall 20 Euro teurer. Okay. Und die hat eine Feinleindüse. Also damit kannst du wirklich sehr, sehr fein sprühen. Ist so ein Aluminiumgehäuse. Sehr, sehr leicht. Die liegt sehr gut in der Hand. Und der Hebel oben lässt sich sehr gut justieren, sage ich mal, oder sehr fein benutzen. Die liegt bei 157, hat eine 0,2 Düse drin, gibt es auch im Zweiersatz zu kaufen für über 200 Euro dann hast du da zusätzlich noch eine 1,5 mm Düse. Hm. Das muss man auch sagen, wenn man sich eine neue Düse kauft, kriegt man nicht nur die Düse, sondern man kriegt die Düse plus die Nadel, weil die Nadel ja auch angepasst werden muss an die Düse. Aber du kannst auch einzelne Düsen kaufen. Ja, du kannst alles nachkaufen. Ja, das ist ja das Gerät lässt sich ja komplett zerlegen, so wie andere auch.
Und die, mit der bin ich ganz zufrieden, war für mich, der Kaufgrund war der Preis über der Infiniti, die du hast, ja. Weil ich dann nochmal so roundabout 50 Euro gespart habe. Und für mich, finde ich super. Genau, also für mich war ja damals auch die Frage, okay, ich brauche auf jeden Fall jetzt eine hochwertige Pistole. Und da stand halt auch nur die Evolution oder die Infiniti zur Wahl, weil das darüber wird gesprochen im Netz. Und nehmen halt auch die meisten Modellbauer, Tabletop-Leute, ja. Nehmen halt diese Modelle. Warum habe ich mich für die entschieden? Ich weiß es im Endeffekt gar nicht mehr. Ich glaube, weil sie einfach geiler aussah. Ja. Sie ist halt Gold, ne? Ja. Hallo. Wer hat, der hat. Ja, eben. Aber nee, tatsächlich, ich glaube wirklich wegen dem Aussehen habe ich sie gekauft. Und also die Infiniti hat hier auf jeden Fall noch eine extra Funktion. Ich kann das einstellen, kann ich das Sprühbild einstellen. Das heißt, egal wie weit ich den Hebel aufreiße, ich habe immer den gleichen Strich. Also wenn ich jetzt hier einen Strich male, ich habe immer die gleiche Farbmenge. Ja. Aber ich habe es noch nie gebraucht. Also es ist eigentlich Spielerei, ja. Das braucht man nicht. Sieht halt auch geil aus und kann man so ein bisschen mit angeben und so. Von Frauen und so. Von Frauen, ne? Ja. Wenn man hier sind, die ganzen Frauen, die ständig besuchen. Guck die ganzen Groupies. Guck mal hier, was ich hier für einen geilen Stift habe. Aber Schnitt, ne? Hoffe ich, weiß ich nicht. Ich sage mir einfach, wer anfangen möchte, ein halbwegs vernünftiges Erbaschett zu kaufen, der ist, denke ich, so mit 160 Euro ganz gut beraten. Absolut. Du kannst aber ruhig günstiger kaufen, die Sparsets von Revell. Auch die machen ihren Job für bestimmte Bereiche. Für bestimmte Bereiche. Fürs Grundieren reicht sowas vollkommen aus. Absolut. Wenn du etwas mehr machen möchtest mit deiner Airbrush, solltest du von vornherein auch ein bisschen mehr Geld investieren. Jetzt kommen wir zum Thema, wie viel Geld investiere ich und wie viele Dosen kann ich mir davon kaufen. Ja. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ich arbeite nur noch mit den Airbrush. Es macht mir eine Menge Spaß. Ich kann eine ganze Menge mitmachen. Ich habe mehr Freiheiten bei der Farbwahl gegenüber Dosen. Ja. Man kann auch, mit der Airbrush kannst du natürlich auch jede Menge Effekte machen. Also, die du mit dem Pinsel nicht so schön hinkriegst. Also das kriegst du mit dem Pinsel auch hin. Aber ich glaube schon, dass die Arbeit einfach mehr ist. Man sieht das ja an dem letzten Infinity-Video. Das mache ich mit drei Arbeitsschritten und dann habe ich einen super Verlauf hinbekommen. Ja. Wenn das die Miniatur halt hergibt. Ja. Umso kleiner die Miniatur oder den Bereich, den du machen willst, umso schwieriger ist es natürlich auch mit der Airbrush zu arbeiten. Richtig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Leuchteffekt an einem Schwert machen möchte, dann muss ich dafür, das muss ich wetblenden und das ist schon Arbeit. Mit der Airbrush mache ich halt drei Farben, dunkelblau, hellblau, weiß. Fertig, zack. Und der Effekt ist einfach wow. Ja. Also das ist schon, das stimmt schon. Da kann man schöne Sachen mitmachen auf jeden Fall. Also als Einsteiger, also wenn man sagt, ich möchte damit auch ein paar Miniaturen machen, ich möchte grundieren, dann würde ich auf jeden Fall ruhig so ein Spaßset kaufen mit so einer Pistole. Ja. Aber als Pistole auf jeden Fall die Ultra empfehlen. Ja. Weil dann habe ich die Ultra für feinere Sachen, habe einen Kompressor, der funktioniert. Und wenn ich grobe Sachen möchte, habe ich immer noch die billige Pistole. Und auch diese billige Pistole wird hier immer noch verwendet. Also ich bin, also sie war... Zum Mattlacken und so. Ja, Mattlacken zum Grundieren, Gelände vor allem, da ist eine 0,4er Düse drin. Und da hat die halt einfach Power. Also ich finde die super. Also 20 Euro Pistolen sind toll. Die halten nur nicht lange, aber das ist dann auch der Vorteil, ne? Wenn die kaputt ist, ja, dann schmeiße ich sie weg und kaufe mir für 20 Euro eine neue. Also, Einstieg, Ultra kaufen. Wer Ultra mehr Geld ausgeben will und feines Sprühbild haben möchte, noch feineres und genauer arbeiten will, nimmt entweder die Infinity, die dich so bei 210, 220 Euro oder die Evolution, so um die roundabout 160 Euro. Genau. Aber es ist natürlich viel Geld, wenn man sich dazu noch einen Kompressor kaufen muss. Genau. Und es ist wirklich, was mache ich damit? Arbeite ich damit einmal im Monat, dann ist das völlig ein Quatsch, sowas zu kaufen. Dann kauft euch was wirklich Günstiges. Wenn ihr da wirklich nur einmal im Monat eure Armeen mitgrundieren wollt, dann reicht wirklich ein Spaßset für 100 Euro aus, was man ab und zu auch oder sehr oft bei eBay bekommen kann. Genau. Ja, kommen wir zu den Farben. Bei der Verwendung von Farben für die Airbrush könnt ihr eigentlich alle Farben benutzen. Ja. Alle Acrylfarben. Acrylfarben. Da spielt es keine Rolle, ob das Farben von Vallejo sind, ob das GW-Farben sind oder andere Hersteller. Ist die richtige Press, Scale. Ja. Wichtig ist, dass sie vernünftig verdünnt werden. Wenn sie richtig verdünnt sind, könnt ihr damit hervorragend arbeiten. Und das ist halt einer der großen Vorteile der Airbrush. Absolut. Dass ihr jeden Farbton benutzen könnt, den ihr gerade braucht und nicht extra Dosen dafür kaufen braucht. Als Grundierung nehmen wir auch, hatten wir das glaube ich schon angesprochen, die Vallejo-Farben. Hier die Primer, den schwarzen, den nehme ich unverdünnt. Der wird richtig geschüttelt,
kommt dann in meine Ultra, damit grundiere ich in der Regel, die 0,4 Düse und fange einfach an zu sprühen und dann bin ich damit durch. Das geht ruckzuck. Zu den Primern kann man vielleicht noch sagen, der Primer ist ja jetzt nicht nur Acrylfarbe, ja, sondern in diesem Primer ist auch ein flüssiger Kunststoff enthalten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, das wird im Modellbaubereich ganz viel genommen, wenn ich zum Beispiel ein Modell gebaut habe und habe Spachtelarbeiten gemacht und oder ich musste was abschmögeln und solche Sachen, da entstehen ganz, ganz hauchfeine Risse. Ja. Diese Grundierung durch diesen flüssigen Kunststoff, der da drin ist, glättet das gleichzeitig. Ne? Also das ist auf jeden Fall noch ein Unterschied zu einer normalen Acrylfarbe. Also ja, hier ist halt definitiv noch ein flüssiger Kunststoff drin. Diese Flaschen muss man auf jeden Fall immer kräftig zumachen, weil wenn sobald man die offen stehen lässt, werden die ja eine ganz komische Konsistenz und dann kann das sein. Wie das bei allen Farben ist, denn werden sie wahrscheinlich zu dickflüssig, genau, und du kannst sie nicht einfach mehr so durch die Airbrush jagen. Genau. Also wirklich verschließen, wie bei allen anderen Farben halt auch. Eigentlich auch, macht man in der Regel ja auch. Ja, im nächsten Schritt würden wir euch ganz gern zeigen, wie wir die Farben anmischen, genau, womit wir die Farben anmischen. Und ich hoffe, man kann es auch gleich ganz gut erkennen, wie wir den sogenannten milchigen oder die milchige Mischung hinkriegen, sodass wir das für die Airbrush gut nutzen können. Weil genau, da scheitert es aber viel. Viele kaufen sich das, gehen mit Euphorie an das Gerät, jagen die erste Farbe durch und nach 30 Sekunden ist die Düse zu und auf einmal ist alles scheiße. Ja, ich habe keinen Bock mehr, Will nicht mehr. Dann wird das Gerät einfach zur Seite gelegt. Genau. Ich nenne das mal das TOM-Syndrom. Das TOM-Syndrom? Ja. Und Ach so, ja. Magerpotato-Freunde kennen das. Ja, Insider. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz zeigen, womit wir die Farben anmischen. Ihr könnt den Airbrush für Dünner kaufen von Vallejo oder irgendeinem anderen Hersteller. Die funktionieren sehr gut, ja, sind aber auch etwas teurer. Wir mittlerweile nutzen in der Regel destilliertes Wasser. Da kriegst du so einen Liter für 99 Cent und der reicht eine halbe Ewigkeit. Sogar mehr wie ein Liter. Sogar mehr ein Liter? Das sind zwei Liter. Unglaublich. Und damit funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Ja. Bin ich ganz ehrlich, habe ich auch erst gelesen, als ich in den einschlägigen Modellbauforen so gelesen habe, dass die meisten oder sehr, sehr viele halt auch das destillierte Wasser nutzen. Beim Airbrush-Verdünner gehe ich davon aus, dass ein Trocknungsverzögerer drin ist. Die Farbe wird ja durch die Airbrush gejagt und vorne an der Düse, wo die Farbe austritt, wird nach der Zeit durch die Luft halt die Farbe trocken. Genau, und dann ist die Düse zu. Aber mit dem, ich erkenne keinen großen Unterschied zu destilliertem Wasser und halt den Airbrush-Verdünner. Man kann auch Leitungswasser nehmen, aber der Unterschied zwischen destilliertem Wasser und Leitungswasser ist natürlich, dass irgendwie die Oberflächenspannung ist. Und ich glaube, es hat auch was mit dem Kalk zu tun, dass die irgendwie irgendwann verkalken kann. Ah, ja, klar, natürlich. Ich habe auch, glaube ich, gelesen, einige nehmen auch das Wasser aus Trocknern. Ja, richtig. Also Kondenstrocknen. Das funktioniert auch sehr gut. Aber 99 Cent habe ich immer übrig. Und das reicht ja auch, wenn man was du da an Farben mit anmischen kannst. Ja, also das geht wirklich super. Und wie wir das machen, das zeigen wir euch jetzt im nächsten Schritt. Okay. Ja, bevor ich meine Airbrush das erste Mal benutze, beziehungsweise benutzen möchte, und sie ein paar Tage vielleicht rumgelegen hat und ich nicht ganz genau weiß, ob die Pistole richtig frei ist, nehme ich dazu mir immer ein wenig Wasser. In dem Fall ist es destilliertes Wasser, weil wir es überall zur Verfügung haben. Und fülle es kurz in den Farbbehälter. Dann drücke ich kurz drauf und überprüfe das Sprühbild. Das seht ihr jetzt leider nicht. Aber ich halte es dann immer über einen dunklen Hintergrund und sehe, wenn ich drauf drücke, jawohl, Sprühbild ist in Ordnung. Damit kann ich arbeiten. So, dann geht es jetzt mal wirklich zur Sache und zwar über das Anmischen der Farbe. Ich benutze zum Anmischen meiner Farben die Plastikschnapsgläser aus dem Discounter. Da kosten, glaube ich, 20 Stück 99 Cent oder 1,99. Kann man immer wieder benutzen. In dem Fall nehme ich jetzt ein neues Glas, weil es besser aussieht und nehme irgendeine Farbe. In dem Fall nehme ich eine Vallejo-Farbe und schüttel die natürlich genauso, als wenn ich sie mit dem Pinsel auftragen würde, richtig durch, damit sich die Pigmente da drin richtig schön verteilen können. Zu den Bechern kann man vielleicht noch kurz sagen, bei PK Pro gibt es zum Beispiel schöne Plastikbecher zum Verschließen mit einem Deckel.
Oh, das ist auch nicht schlecht. Wenn man mal eine Farbe angemischt hat und man braucht sie später doch nochmal, kann man die gut verschließen und kann sie jederzeit wiederverwenden. Da kostet, glaube ich, so ein Behälter, ich glaube, um die 20 Cent. Ja. Ja, so, jetzt ist die Frage, wie mische ich eigentlich meine Farbe an? Wenn man das im Internet schon mal so versucht hat, ein bisschen zu recherchieren, dann liest man immer wieder, die Farbe braucht eine milchige Konsistenz. Und das ist einfach richtig. Ja. Bis man das raus hat, braucht man vielleicht das ein oder andere Mal. Aber ich zeige euch das ganz einfach mal, es ist wirklich nicht schwierig. Ich nehme einfach ein bisschen Farbe und tropfe die in den Becher. Dann nehme ich mir einen Airbrush-Verdünner oder halt eben, so wie wir das machen, destilliertes Wasser und fülle das einfach zur Farbe mit hinzu. Das ist Gefühlssache. Dann rühre ich das Ganze um. Und dann überprüfe ich, ob ich eine milchige Konsistenz habe. Dazu nehme ich den Pinsel. Ja, zeig mal, nimm mal die Hand ein bisschen weiter weg. Dann können wir das auch alle sehen. Ja, so geht das so? Ja. Und dann drücke ich den Pinsel einfach gegen die Wand. Moment. Und das sieht gut aus. Ja. Wäre es jetzt zu dick, würde die Farbe komplett an der Wand hängen bleiben, würde sie zu dünn sein, würde man durchgucken können. Genau. Aber so ist die Konsistenz absolut in Ordnung. Das muss nicht hundertprozentig passen immer. Aber das ist halt auch Gefühlssache. Aber es ist halt auch eben nicht schwierig, weil viele immer geschrieben haben, wenn man so liest, das mit der Farbe haut nicht hin. So, habe ich das gemacht, nehme ich den Pinsel weg, nehme meine Airbrush, mache den Compressor an, fülle die Farbe in den Farbtopf. Da sieht man jetzt auch nochmal schön die Fließeigenschaft, also das würde man jetzt nochmal sehr gut sehen. Und dann kann ich eigentlich schon loslegen. Man sieht ja schon, wie die Farbe sich hervorragend über das weiße Blatt verteilt. Umso näher ich rangehe, umso dünner wird der Strich. Das ist jetzt hier mit einer 0,4 Düse, die ich halt normalerweise immer zum Grundieren benutze, wäre jetzt mit der 0,2 der Evolution sicher noch ein bisschen feiner. Und das ist halt auch eine Gefühlssache. Bin ich weiter weg, ist das Sprühbild größer und es wird sprenkelig. Bin ich nahe dran, hat man gerade gesehen, hat sich Farbe gesammelt, dann wird das Sprühbild einfach feiner. Und das ist einfach eine Sache, das ist eine Sache der Übung. Das war es eigentlich auch schon. Nehmt irgendwelche Acrylfarben, probiert das aus, nehmt destilliertes Wasser, macht eine milchige Konsistenz, übt das ein bisschen und dann habt ihr nie wieder Probleme, dass eure Pistole vorne zu schnell verstopft. Und wenn man mal sieht, wie viel Farbe das gerade mal war und wie viel man damit eigentlich sprühen kann, bevor es bevor es alle ist, dauert das schon ein bisschen. Ja. So, Pistole reinigen ist auch ganz einfach. Wenn ich jetzt an die nächste Farbe nehme, nehme ich einfach den Airbrush Cleaner, nehme meinen imaginären Q-Tip, den ich gerade nicht zur Hand habe. Du kannst auch ich mache das zum Beispiel mit einem Küchentuch, gehe ich mit dem Finger rein und mische das dann aus. Das geht auch. Also wir machen das bei mir zu Hause, da wo ich herkomme, mit einem Q-Tip. Mach das einfach einmal, bevor ich jetzt sprühe, mache ich den Farbbehälter sauber. Und jage dann den Airbrush-Cleaner durch die Pistole. Dann nehme ich mir wieder ein bisschen destilliertes Wasser. Fülle das auch noch mal ganz kurz rein und sprühe und meine Pistole ist wieder sauber. Genau. Dann kann man vorsichtig vorne noch mal, wenn man möchte, wenn sich vorne an der Düsenspitze sich Farbe gesammelt haben sollte, einmal kurz draufdrücken, Nadel reinnehmen und einmal rübergehen. Macht ihr das zu dolle, wenn die Nadel draußen ist, verbiegt ihr die Nadel und ihr könnt euch eine neue Nadel mit Düse besorgen. Also rein mit der Nadel, einmal drüber, fertig. Und das war schon. Das hat jetzt keine halbe Minute gedauert und jetzt ist sie eigentlich bereit für die nächste Farbe. Und jetzt könnte ich die nächste Farbe wirklich nehmen und weitersprühen. Und so mache ich das zu Hause auch. Habe ich mehrere Farben benutzt,
Dann muss ich natürlich meine Airbrush auseinanderbauen und reinige, ich sag mal gründlich, die Düse, den Airbrush-Körper, den Farbeimer etc. Genau. Und mehr ist es wirklich nicht. Und das ist wirklich eine Sache von wirklich Sekunden. Ja. Und schon kann ich mit der nächsten weiterarbeiten. Das Problem ist einfach nicht vorhanden, dass man sagt, dass die Farben da drinnen ständig die Düsen und so verkleben. Das ist einfach eine Sache des Anmischens der Farbe. So, Olaf hat euch jetzt gezeigt, wie man die Reinigung während des Farbwechsels macht. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch eine Grundreinigung. Die mache ich in der Regel einmal die Woche. Ja. Wie oft machst du das? Einmal die Woche auch? Also bei mir ist es immer so, wenn ich abends dann fertig bin, ich arbeite ja noch nebenbei, neben dem Tabletop arbeite ich ja. Nein, natürlich. mache ich das abends immer schon, damit okay. Ich dann irgendwann, wenn ich wieder loslege, gleich weitermachen kann. Also ich mache das einmal die Woche, mache ich eine Grundreinigung, das heißt, ich nehme die komplett auseinander, genau. Lege die auch mal ruhig eine Nacht oder so in Isopropanol ein, alle Teile, und dann gehe ich den nächsten Tag ran oder ein paar Stunden später und gehe dann mit Bürsten ran. Es gibt im Fachhandel so richtige Airbrush-Bürsten, Reinigungsbürsten, mit der Zahnbürste, mit Wattestäbchen, mit Pinseln, und dann wird alles mal komplett durchgeschrubbelt, und dann wird die Pistole eigentlich wieder zusammengesetzt, und dann dann im Nachgang werde ich, also schließe ich sie an den Kompressor an, ja, und jage dann nochmal ein bisschen Flüssigkeit durch, je nachdem, was halt gerade zur Verfügung ist, um dann nochmal komplett zu reinigen. Sollte man sollte sie extrem verdreckt sein, dann kann man auch mal mit Aceton ran. Das heißt, das würde ich euch aber nicht unbedingt, also nicht ganz, unbedingt ganz empfehlen. Wenig. Also man kann auf jeden Fall den Außenbereich sehr gut mit Aceton reinigen. Da passiert gar nichts. Man kann auch mal ganz schnell Aceton durch die Pistole jagen. Das funktioniert auch. Reinigt natürlich sehr, sehr gut. Ja. Aber da muss man echt aufpassen, weil Aceton frisst die Dichtungsringe an, und man sollte sie nicht länger als eine Minute oder so tatsächlich da drin auch lagern. Also wirklich nur Aceton. Rein. Ja, wirklich. Isopropanol oder Aceton? Nein, Aceton. Also wirklich Aceton reinfüllen, durchsprühen, sofort klares Wasser hinterher, das ruhig 2-3 Mal, damit auch keine Rückstände vom Aceton bleiben. Aber auch dann ist sie dann richtig, richtig sauer. Aber auch das geht schnell. Also von daher kann ich das immer nicht nachvollziehen, wie viele Menschen im Internet schreiben, die Reinigung ist so aufwendig. Also ich weiß nicht, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass viele vielleicht auch zu eine große Erwartung an die Airbrush legen. Die Airbrush stimmt euch ja nicht die Arbeit an sich ab, wie ich eine Miniatur zu bemalen habe, sondern viele grundlegende Schritte, die man vorher macht, bevor man es eigentlich im Malen erledigt. Ja. Es gibt bestimmt irgendwo einen Guru, der dir mit einer Airbrush eine komplette Figur vernünftig bemalt. Ja, sicher. Da musst du dann aber mit Liquid Mask oder so arbeiten, bestimmte Bereiche wieder vorher maskieren. Und drüber sprühen, wieder abnehmen, das ist mir dann meistens nur zu aufwendig. Ja. Also ich kann euch das nur sagen, ich möchte meine Airbrush nicht mehr missen, egal in welchen Bereichen. Im Saga habe ich gerade wieder angefangen zu malen, da wird grundiert, da werden die Hauptfarben mit der Airbrush draufgebracht. Ja. Bei Fahrzeugen sowieso. Ich mag den Effekt auch einfach, ne? Also ja, man hat halt einfach, wenn ich zum Beispiel bei 40K, wenn ich einen Reno oder einen Land Raider anmale, dann sieht das viel, viel schöner aus, als wenn ich dann mit dem Pinsel rangehe und trocken bürste. Also ja. Ich finde den Airbrush-Effekt, aber das ist, glaube ich, auch so eine Geschmackssache, ne? Einige mögen diesen Airbrush-Stil nicht. Es gibt da ja auch sehr, sehr gute Tutorials bei YouTube von sehr, sehr krassen Leuten, die das extrem gut machen. Aber das muss man mögen. Man muss es mögen, und das ist halt auch der wichtigste Aspekt, denke ich, von allen, man muss das Geld dafür auch einmal übrig haben, um sich was Vernünftiges zu kaufen. Richtig. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja so, dass man da schon mit meistens über 100 Euro dabei ist. Die hat halt noch nicht jeder übrig. Und das könnt nur halt ihr selbst entscheiden. Das sind halt 10 Dosen Grundierung. Ne? 10 Dosen Grundierung. Aber man kommt mit der Grundierungsdose halt auch eine ganze Ecke weiter. Ja. Aber es riecht nicht, es geht schnell. Ja. Ich kann es jederzeit machen. Ich habe eine feinere Grundierung drauf. Ich finde Airbrush einfach super. Ja, ich auch. Und mir macht es auch Spaß, so ein bisschen damit zu arbeiten. Richtig. Es ist ja nicht nur, dass man das machen muss, weil es jetzt getan werden muss, sondern es macht tatsächlich auch Spaß. Ja. Weil man halt viele schöne Sachen noch machen kann. Es gibt Schablonen und so Stencils. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Wer hatte denn dieses neue... War das? PK Pro. PK Pro, ne? Ja. Mit dem Tarnmuster, mit diesem... Tarnmuster, ja, sie haben verschiedene Stencils rausgebracht, das sind quasi so Klebefolien, die du immer wieder verwenden kannst.
und die man auf die jeweiligen Fahrzeugteile oder so anlegen kann und dann sprüht man das drüber und dann nimmt man die Folie ab und man hat ein super tolles Ergebnis. Also, man kann aus einer Erber schon eine Menge rausholen, hat man eine Menge Spaß bei. Ja. Und wirklich, Jungs, lasst und Mädchen, lasst euch nicht die Arbeit mit der Erber vermiesen, weil ihr glaubt, die verstopft ständig und der Farbwechsel dauert lange. Das stimmt, überhaupt nicht. Hat man gerade gesehen, dauert nicht viel länger, als wenn ich eine neue Farbe mit dem Topf aufmache. So, wir haben jetzt einige Tipps hoffentlich euch mitgeben können bei der Entscheidung eines Kompressors, bei der Entscheidung einer Pistole. Sicher gibt es auch noch 1000 andere Möglichkeiten. Wir können ja nur sagen, 10.000. Womit wir jetzt Erfahrung gemacht haben. Klar, wir haben jetzt hier auch 3 Harder- und Steenbeck-Pistolen. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Hersteller. Genauso auch wie bei den Kompressoren gibt es natürlich noch andere Hersteller. Wir haben euch ein bisschen was über die Farben erzählt, über die Reinigung. Das sind unsere Erfahrungen. Wir konnten sie nur weitergeben an euch. Vielleicht die ein oder andere, das ein oder andere Missverständnis aufklären. Nächste Folge wird das Boat Action Turnier am 18.06. Sonntag? Das Turnier findet jetzt am Samstag statt. Das ist ja doof. Jetzt schon? Ja. Also wir haben am 6.06. am D-Day passend ein Boat Action Turnier hier in Hannover und wir werden mal mit der Kamera ein bisschen dabei sein. Wie viele Teilnehmer? Das steht noch nicht ganz fest. Also ausgelegt auf 20 Personen. Auf 20 Personen. Wir hoffen, dass wir das noch irgendwie voll kriegen. Das findet im Listerturm hier in Hannover statt. Auch eine sehr schöne alte Location. Direkt im Wald. Ich bin gespannt. Das ist das erste Mal, dass wir es dort machen. Und da machen wir einen kleinen Videobericht. Genau. Ich werde unterwegs sein, Sascha wird spielen müssen. Und ich werde dann wahrscheinlich mit der Kamera von Tisch zu Tisch hopsen. Genau. Und gucken, wie die Favoriten alle im Boden versinken. Die Favoriten. Achso. Die Favoriten. Achso. Ja, dann auf jeden Fall, die Indiegogo-Kampagne läuft immer noch. Ja, nochmal super, herzlichen Dank. Wir sind inzwischen bei 1140 Euro. Boah, krass, abgefahren. Auf jeden Fall, wir brauchen aber immer noch, um unsere schöne Tabletop-Fibel zu machen, brauchen wir 1500 Euro. Von daher sind wir immer noch froh über jeden weiteren Euro, den ihr uns zukommen lasst. Ja, ansonsten wieder teilen, liken. Das, was er eh schon macht, Jungs. Ja, super. Also, wir sind echt erstaunt und möchten uns nochmal ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit uns bedanken. Genau, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.